Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir waren gerade beim Türken und bei Aldi. Nein, Aldi, bei denen hast du auch kein Wasser gefunden. Also erstmal haben wir beim Türken diese Wassermelone gekauft, die ihr im Hintergrund seht. Dann Fleischwurst mit Paprika. Immer wenn wir vom Einkaufen zurückbekommen, Nina hat Hunger auf alles. Merkst du das? Die will einfach alles essen. Max, mach dir das auf. Dann haben wir zweimal diese Cheese Strings. Kosten 2 Euro, sind 8 Stück drin. Dann haben wir 3 Packungen von diesen zarten Maronen. Ich hole immer die Farbe. Also es gibt mal grün und mal die. Was noch? Einmal arabisches Brot. Dann haben wir für Lina diese Mais-Snacks geholt. 3 Packungen. Dann 4-mal Yum-Yum Chicken. So. Dann haben wir nochmal Yum-Yum mit Shrimp-Flavor. Und das ist ein bisschen scharf, deswegen mögen wir das sehr. Das kommt immer rein. Und dann haben wir einmal Bistren hier. Dann unsere Lieblingsoliven, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die schmecken super, super lecker und ja, die sind von Marmara. Oliven ohne Kerne. Dann habe ich einmal das hier gekauft. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist sowas wie Wachs. Das muss man aufwärmen und dann kann man sich damit wachsen. Unter den Armen, überall. 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 Oben, unten, überall. Was ist? Perversling heißt das. Dann fette Kartoffeln für Kumpisch. Voll viele Fragen immer von, wo wir diese fetten Kartoffeln haben. Die haben wir immer vom Türken, weil man die halt einzeln kaufen kann, suche ich immer die fettesten aus. Und eins reicht auch nicht, man muss immer 2 zusammentun. Dann haben wir hier 500 Gramm Hackfleisch. Wir holen ja eigentlich Fleisch immer vom Türken, außer wir brauchen das halt dringend. Oder ist was im Angebot. Dann haben wir hier... Haben wir keinen offenen Käse? Nein, guck mal, ich glaube immer nicht. 2 Kilo Hähnchenbrust, Hähnchenhaxen, ja, ich mach die auch. 500 Gramm. Ja. Und Hähnchenflügel, auch 500 Gramm. Für diese Hähnchensachen alles hier, dann mach ich. Okay. Dann haben wir beim Kuchen noch Gurken geholt. Ich finde, die kleinen Gurken schmecken super, super lecker. Die haben intensiven Geschmack. Und 2 Packungen Sonnenblumenkerne. So, jetzt gehen wir rüber zu Aldi. Da haben wir diese Chips geholt, 2-mal. Die waren im Angebot. Dann habe ich Püree gekauft. Ich wollte nämlich Püree-Eintopf machen. Die nächsten Tage. Das ist super gut, wenn das Wetter heiß ist. Ja. Das haben wir auch lange nicht mehr gegessen. Dann haben wir hier einmal rote Paprika für Lina und Milchbrötchen. Übrigens, die Milchbrötchen hat sich Lina selber ausgesucht. Dann haben wir hier Frischeiwaffeln mit Puderzucker. Auch für Lina. Das Gute ist, dass sie so einzeln verpackt sind. Also immer 2 jeweils. Das mag sie zum Frühstück gerne. Nur dann nehmen. Dann haben wir hier Chips, die waren auch im Angebot. Ich schütze so meine Autoschlüssel in den Mülltonner rein, ich schmeiß sauber. Dann haben wir einmal Fruchtcocktail mit Pfirsich, Ananas, Papaya, leicht gezuckert für Lina. Nochmal Fruchtcocktail mit Pfirsich, Birne, Ananas, Weintrauben und Kirschen. Ich persönlich mag die eher mehr, weil die so bunt sind. Und Papaya mag ich nicht so gerne. Ich glaube auch, der weiß nicht mal, was Papaya ist. Weißt du, was Papaya ist? Was? Papaya. Was ist das Papaya? Eine Flucht. Eine Frucht. Dann 2-mal Milch. Ich muss das schnell abdrehen, weil ich habe nur noch 14% Akkuschatz. Das. Willst du? Ja, ich will das. Mhm. Boah, voll hoch. Voll süß. So, dann haben wir... Ich finde, bei Aldi die Auberginen schmecken unnormal lecker. Bei Aldi die gekauft, die kosten nur 55 Cent pro Stück. Und beim Türken kostet es 2 Euro pro Kilo. Dann haben
haben wir ein Glas Sauerkirschen. Ist ja dasselbe. Meinst du? Ja, natürlich. So, dann haben wir hier einmal Apfelmus. Zweimal Gouda-Käse. Das eine hat Lina jetzt gehabt. Ich weiß nicht, wo das ist. Dann habe ich viermal Latte Macchiato mit Vanillegeschmack. Es gab auch nur noch vier und die letzten habe ich genommen. Dann haben wir für Lina. Oh, das geht nicht für Lina. Also für uns. Fitnessdrink mit Erdbeer. Oh, ich habe nämlich verkauft. Hey Bauke, was hast du? Was willst du denn? Ha? Sie? Nee. Ja. Also Fitnessdrink. Vorsicht, nicht, dass das Schwein drin ist. Guck mal. Was? Dann haben wir noch zweimal Schmandsch gekauft. Lena zeigt auch in die Kamera, was wir gekauft haben. Gibst du mir das? Thank you. Lina zeigt euch jetzt den Rest. Nochmal hier Kaffee. Das war's, ne? Sollen wir Tschüss sagen? Das habe ich schon gezeigt. Das hat Lina fast aufgegessen. Da ist fast nichts mehr dran. Ja. So, das war's auf jeden Fall von unserem Food Haul. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.